Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier? Und letztens im Stream hat mich jemand gefragt, ey Osir, könntest du mir bitte dein Extreme Strength Team zeigen für das Super Bad Road? Und da ist mir dann die Idee gekommen, wisst ihr was? Was ist, wenn ich euch im Prinzip eigentlich mal alle meine Super Bad Road Teams zeige? Jedes Team, mit dem ich quasi alle Super Bad Road Stages geschafft habe, damit ihr euch da quasi dran orientieren könnt, wie könnte ein Super Bad Road Team aussehen. Oder an sich, vielleicht hilft es ja den einem oder anderen, wenn man das mal zusammenfassend einfach sieht. Und dementsprechend wird es quasi heute darum gehen. Heißt aber wiederum nicht, dass es keine Super Bad Road Videos mehr gehen wird, also Videos, in denen wir quasi reingehen in die Stage und das Gameplay technisch machen. Diese wird es schon noch geben auf jeden Fall, aber die Sache dabei ist, dass Super Bad Road ist aktuell nur jedes Wochenende online und ich komme da immer nicht zum Aufnehmen, sage ich mal, jedes Wochenende. Und deswegen würde ich sagen, haben wir quasi hier dann ein Video zusammenfassend mit allen Super Bad Road Teams von mir, von jeder Stage, auf den ich quasi oder bei denen ich in die Teams kurz aufzeige und ein, zwei Sachen zu den Konstellationen sage, Freunde, ich will das nicht allzu lang halten, es soll quasi eine Zusammenfassung sein. Aber wichtig anzumerken ist hier folgendes, Freunde, wir werden uns die Typen Super Bad Road Stages erstmal auf der japanischen Version ansehen, wie ihr es seht, und die Kategorie Stages dann auf der globalen Version, meine Teams. Warum? Denn es kam ein Update rein, wo wir quasi uns angucken könnten, was die Rekorde von den Freunden sind oder an sich Rekorde sind. Und da ich die Typen Super Bad Road Stages vor diesem Update auf Global geschafft habe, kann ich nicht einsehen, mit welchem Teams ich es geschafft hatte. Also es wurde quasi überschrieben. Auf JP habe ich sie neulich erst gemacht, deswegen kann ich das Ganze ansehen. Was meine ich damit? Wenn man hier auf Record klickt, dann steht da dran eben, okay, zuletzt hast du das mit dem und dem Team geschafft. Deswegen gucken wir uns die Typen-Stages erst auf der japanischen Version an und dann quasi die Kategorie-Stages auf der globalen. Jedenfalls, mein Super-Tech-Team sah folgendermaßen aus, Freunde. Ihr seht es. Was? Das ist gar nicht eigentlich so atemberaubend. Da haben es halt zwei, drei Charaktere ausgemacht. Ganz klar, der LAGF auf 100% als Friend genommen. Mein eigenen Leader hatte ich dann Full-Power Goku. Gibt den Full-Power-Charakteren Boost, aber auch den Super-Tech-Charakteren. Und dann habe ich hier noch mit dabei Super Saiyan 4 Gogeta. Tech Vegeta Blue hatte ich mit am Start. Die zwei, also an sich Super Saiyan 4 Gogeta ist wirklich wichtig, weil er kann ja mit einer hohen Chance Ultis dodgen. Full Power Goku war tanky, Tech Vegeta Blue wurde mit einer Zeit tanky und die drei anderen Charaktere. Ja, wir wissen, MVP Jaco, ja, wenn er reinkommt in die Rotation, dann tut er einmalig pro Kampf die ganze kompletten oder die ganze Rotation, die ganze Runde stunnen. Heißt, alle Gegner sind gestunt in der Runde, in der Jaco reinkommt. Also den könnt ihr auf jeden Fall mit reinnehmen, das macht auf jeden Fall was aus, das versichere ich euch. Dann habt ihr quasi eine Runde, wo ihr einfach Schaden raushauen könnt und einen Gegner rausnehmen könnt, sage ich mal. Dann hatte ich als Support einfach den Boy mit am Start. Also ich hatte nicht so viele Super-Tech-Charaktere, aber es hat trotzdem geklappt. Und unerweckt die C18 wegen Orb-Changen, ja. Natürlich gibt es bessere Setups, bessere Konstellationen, Freunde. Da könnt ihr auch zum Beispiel in die Friendlist reinsehen oder hier bei den Guests oder an sich. Hier steht dann immer dran, okay, mit dem und dem haben es eure Freunde geschafft. Daran könnt ihr euch auf jeden Fall orientieren. Und ja, zum Beispiel auf Global sah mein Setup eher so aus. Ja, also ganz früher auch mit Jaco, würde ich sagen, eher so, also ohne LRGF natürlich, aber diese Bulma, die Free-to-Play-Bulma ist sehr, sehr wichtig, auf Global habe ich es mit ihr geschafft und hier werdet ihr auch wahrscheinlich schon merken, es gibt mehrere Setups, Freunde, und meine Teams auf Global sahen natürlich anders aus, waren auch ältere Teams, aber die Bulma war am Start und die Super Saiyan Bardock auf jeden Fall auch, weil der hat ein C zum Beispiel mit dabei. Und hier natürlich dann Shoutout an euch. Ihr könnt uns auf jeden Fall auch gerne wissen lassen, welche Setups habt ihr genommen für welche Stages, damit ihr uns einfach da gegeneinander aushelfen, sage ich mal, aber wenn ihr LRGF mitnehmen könnt als Friend, dann macht es auf jeden Fall. Wenn ihr ihn selbst habt, könnt ihr auf jeden Fall auch spielen. So ist nicht. Mein Team auf JP sah folgendermaßen aus. Und ja, man schafft es auch mit solchen Charakteren, sage ich mal. Da tun dann natürlich die anderen Charaktere das Carrying, aber es klappt. Wenn es klappt, dann klappt es. Ist das meine? Naja, kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team sollte Extreme Tech sein. Bei Extreme Tech ist die Sache, das habe ich auf JP noch nicht gemacht, aber auf der globalen Version hatten wir das ja als Video und da habe ich dann quasi das Team folgendermaßen genommen. Da haben wir es auf der globalen Version knapp nicht geschafft, aber nicht schlimm. Wir waren kurz davor und mehr oder weniger in diesem Setup habe ich es, so wie ihr das gerade seht, geschafft auf der globalen Version. Wenn ich euch auf jeden Fall empfehlen könnte, wäre Easy A-Cell. Wenn ihr Easy A-Cell habt, Freunde, dann nehmt ihn auf jeden Fall mit. Easy A-Cell ist wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten könnt ihr auch zum Beispiel hier danach gucken. Ey, wir haben es meine Freunde nicht geschafft. Ah, siehst du da, der erste hatte schon Easy A-Cell zum Beispiel am Start gehabt. Jedenfalls kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist hier Super Int. Super Int Team habe ich gerade eben gemacht, weil das war auch ein älteres Team, mit dem ich es geschafft hatte. Und ich konnte es dann hier nicht einsehen. Aber obwohl ich es vor ein paar Minuten geschafft habe, legit, wird es mir hier trotzdem nicht angezeigt. Also das ist jetzt die Sache so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Technik nicht das tut, was sie tun soll, dann ist halt RIP. Jedenfalls habe ich es gerade eben, Freunde, mit diesem Team geschafft. Das können wir auch hier, glaube ich, nachsehen. Ja, Konstellation bei Super Int kann man auf jeden Fall schaffen.
Ah, wo war hier? War ich, guck mal, das habe ich gerade. Das habe ich gerade wirklich, bevor ich aufgenommen habe, gemacht. Und da habe ich als Friend 100% LA Vegito genommen, als eigenen Super Gogeta Int. Super Gogeta sollte man aufpassen, der kann auf jeden Fall viel Schaden bekommen, aber er tut ja Angriff und Verteidigung des Gegners senken mit seiner Super Attack. Deswegen ist es auf jeden Fall gut machbar. Ansonsten habe ich LA Vegito mitgenommen, LA Gohan, Vegeta Blue nicht zu unterschätzen, durch die Pets hat ein Debuff. Diesen Mr. Satan sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Hat eine High Chance, alle Angriffe zu dodgen. Das sind 50%. Hat eine 50% Damage Reduction. Je weniger HP wir haben, desto höher wird dieser Boost. Maximum ist 90% Damage Reduction. Und hat sogar eine Medium Chance auf der Super Attack. Also der ist für Super Battle Road wirklich gut. Auf Global ist er noch nicht online. Sollte demnächst kommen. Und Ghost Tanks. Auch sehr wichtig, denn er hat eine High Chance auf seine Super Attack, den Gegner zu stunnen und hielt sich an Rainbow Orbs, also den kann man auf jeden Fall mitnehmen, so ist nicht. Extreme Ints sah bei mir folgendermaßen aus, Freunde, und ja, ihr könnt natürlich auch angucken, was für Items ich genommen habe. Frosch-Item, fragt mich nicht, warum ich das genommen habe, ich glaube, ich hatte keine anderen Heal-Items mehr, deswegen habe ich es genommen. Jedenfalls hat es mit diesem Team geschafft, so sah mein Setup aus, auf jeden Fall Angel Go und Freezer, sehr wichtig, durch seine Debuffs. Und das war mein Team to go. Samus auch sehr gut, weil er tanky ist auf jeden Fall. Und Elemental Cooler kommt auch demnächst auf Global. Mit der nächsten Season von Battlefield sollte das eigentlich sein. Also nächste Woche eigentlich schon. Super physisch hatte ich folgende Konstellation. Und zwar war ja auf jeden Fall wichtig, Friend wieder LA Gogeta genommen. Auch ohne 100% Friend ging es. Ich habe diesen Free-to-Play-Boy genommen auf 100%. Der tankt schon gut auf 6, so ist nicht. Und durch die Passive hielt er uns mal komplett, wenn die HP 10% und drunter sind. Das ist sehr risikoreich, aber wenn es klappt, dann klappt es. Vegito Blue natürlich kann kontern sehr gut. Future Gohan tanky auf jeden Fall. Ella Trunks als Ella-Charakter, Kefla zum Dodgen etc. Das war dann mein Team to go auf für die super physische Sage. Extrem physisch werdet ihr euch vielleicht einen ablachen. Schaut mal, ich hatte sogar einen SR-Charakter, einen SSR-Charakter. Ja, ich hatte nicht mal Dokkan Awake, weil ich die Medaille nicht hatte. Habe es trotzdem geschafft. Und ja, hier hat Broly alles ausgemacht. Broly hat alles ausgemacht. Ich habe sogar auf LSL verzichtet, weil er den Boost von Broly nicht bekommt durch seinen Leader-Skill. Aber Broly mit seiner ersten Super-Deck, dass er jeden trifft, hat übertrieben viel ausgemacht. Dass er sich dann durch die, beziehungsweise ab der vierten Runde transformiert, hat auch was ausgemacht. Ansonsten hatte ich Lord Slug hier drin, weil er zu dem Movie-Boss gehört. Der war aber auch wirklich überraschend gut. Die Free-to-Play-Version von Freezer war sehr, sehr gut, sehr tanky. Hat sich auch physisch Freezer mit Abschlag Omega-Stellung. Und den einfach, weil ich keine anderen Extreme-Physisch-Charaktere hatte, die sowohl in Full Power sind oder auch in Movie Bosses, und aber mit dem Team habe ich es geschafft. Natürlich, auf Global kommt das Ganze noch, aber auf Global habe ich es auch damals mit Double Cooler Lead geschafft. LSL, wenn ihr LSL habt, der macht auf jeden Fall sehr viel was aus. Und vielleicht Pocket Pick mäßig Metal Cooler, der Strike Event, nicht Metal Cooler, sorry. King Cold, Strike Event King Cold, der tut durch die Pass Angriff des Gegners denken. Den könnte man vielleicht auch mitnehmen. Jetzt, als ich von King Cold geredet habe, ist mir eingefallen, bei Super Int habe ich es gar nicht gesagt. Da hat es einen ähnlichen wie Jaco, der, wenn reinkommt, quasi die ganze Runde Sand ist, nämlich SR Chaozu. Heißt, wenn ihr SR Chaozu habt für die Super Int Stage, geht es auf jeden Fall auch. Für Super AGL hatte ich ein Pure Saiyan Team. Na klar, ich habe Pure Saiyan Charaktere genommen, die natürlich Super AGL Charaktere sind. Dann geht das Ganze, ist so quasi, ja, sind wir quasi mit einem besseren Leader-Skill reingegangen, aber man darf es, ja, es sind ja super A-Geld-Charaktere. Niemand sagt, dass wir keine Kategorie-Charaktere mit reinnehmen dürfen oder Kategorie-Leader. Und dementsprechend war das mein Team für die super A-Geld-Stage zum Beispiel. Aber wenn ihr LF Future Trunks zum Beispiel habt, in einem super A-Geld-Team, LF Future Trunks macht auch auf jeden Fall sehr gut was aus. Ja, Extreme A-Geld habe ich auf der japanischen Version auch nicht geschafft, wie ihr seht, aber auf der globalen Version haben wir es gemacht. Gibt es auch als Video in der Super Battle Road Playlist. Und da habe ich es mit folgender Konstellation geschafft: Double Lead, Super 17, Golden Freezer, sehr, sehr wichtig als Tank. Hat sogar die Ella Andres mit am Start und die folgenden Charaktere, die da gelistet sind. Zum Beispiel der EZA Broly, der neu hinzukam, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, der wird sehr, sehr gut sein, sobald auf der globalen Version kommt oder auf japanisch ist es schon. Der EZA Broly, der ist auf jeden Fall sehr gut für das Super Battle zum Beispiel. Aber auch jetzt, na klar, könnt ihr uns gerne wissen lassen, welche Charaktere ihr genommen habt. Zum Beispiel Metal Cooler kann man mitnehmen, diesen Roboter von Metal Coolers Army kann man mitnehmen. Also den Metal Cooler, den Dokkan-Exklusiven zum Beispiel auf JP oder Movie Boss Leader Thales, alles geht, Freunde. So wie es zum Beispiel hier bei den Friends steht. Guck mal, er hatte Thales mit am Start, er hatte diesen Boy mit am Start, den ich hier gelistet habe. Der hat, glaube ich, den Damage Reduction, wenn mich alles täuscht. Ist ein Free-to-Play-Charakter, wird auch noch zu uns kommen. Und so sofort, Freunde, könnt ihr, wie gesagt, gerne mal abchecken. Der hat zum Beispiel Metal Cooler mit am Start gehabt. Da geht wirklich sehr viel. Der hat sogar mit EZA Broly reingegangen als Leader. Ja, Super Strength sah bei mir folgendermaßen aus. LA Vegito Blue macht natürlich sehr viel aus. Super Saiyan 3 Vegeta ebenso, weil der Tank eine High Chance hat. Jiren ebenso durch die Passive und auch an sich Attack und einen guten Boost hat, haben noch Rage Vegeta mitgenommen, vierfach Goku Double und Ultimate Gohan. Ja, zuletzt bei den Typen hatten wir noch Extreme Strength. Extreme Strength Team bei mir sah folgendermaßen aus und
Super Boo hat wirklich sehr viel ausgemacht durch seinen Leader-Skill, weil viele Charaktere von Extreme Strength sind noch in Enhanced Transformation, wie Janimba, LF Freezy und C21. Aber auch zusätzlich dazu gibt es noch dann Extreme Strength-Charaktere in Leader-Skill. Mein Setup war folgendermaßen, natürlich Super Boo gibt es auf der globalen Version noch nicht. Wenn ihr Janimba mit reinnehmt, mehr oder weniger, könnt ihr es auf jeden Fall auch so schaffen. Aber jetzt würde ich sagen, wir haben die ganzen Typen abgedeckt. Lasst auf die globale Version kurz gehen und uns die Kategorie Teams von mir ansehen. Genau, und die Super Class Super Battle Road Stage, wo man nur mit Super Class Charakteren rein darf, also mit den Heroes, sah bei mir folgendermaßen aus. Ich hatte ein Pure Saint Team. Ich habe hier auch ein Pure Saint Team benutzt, denn sofern es ein Pure Saint Team ist und jeder Typus einmal vertreten ist und es nur Super Class Charaktere sind, dann zählt das, Freunde. Das sind die Bedingungen für diese Stage. Dementsprechend sah mein Team folgendermaßen aus. Wir hatten hier Bardock. Bardock war sehr tanky, weil wir haben ja anfangs direkt gegen mehrere Gegner gekämpft. Und wenn er gegen mehrere kämpft, bekommt er noch Verteidigungsboost hinzu. Aber an sich auch dreifach Vegeta war auch sehr, sehr tanky. Und die Charaktere, ich habe einfach drauf geguckt, dass ich Charaktere nehme, die sowohl offensiv stark sind als auch defensiv. Und mit dem Super Saiyan Bardock hat sich auch ein Sealer mit am Start. Dreifach Vegeta war ein Stunner, LR Bardock auch ein Sealer. Und dementsprechend hat es bei mir mit diesem Team geschafft, beziehungsweise geklappt, genau. Ihr könnt natürlich dann auch bei den Super Class zum Beispiel in ein Potara-Team rein. Ja, sofern jeder Typus vertreten ist, geht das vollkommen klar. Bei Extreme, bei den Extreme Class Charakteren geht das auch klar. Da könnt ihr auch ein Kategorie-Team nehmen. Wie zum Beispiel unser Boy hier, DBF Nani. Der hat das mit den Resurrect Warrior Teams geschafft. Aber ich habe das mit dem Willens-Team geschafft. Mein Willens-Team sah folgendermaßen aus, Freunde. LF Freezy, Free-to-play LF Freezer, der hat wirklich gut was getankt, hat auch gut Schaden gemacht, beziehungsweise hat auf die Ultra Super Attack auch, dass er den Angriff und Verteidigung des Gegners senkt. Ich habe Golden Freezer mit am Start, weil er sehr tanky ist. Mit Thales hat sich einen Stunner mit am Start, Omega Shell und Debuffer. Und mit dem Setup hat das quasi funktioniert bei mir. Fusion Super Battle Road sah bei mir folgendermaßen aus, Freunde. Da braucht man natürlich auch die richtigen Charaktere auf jeden Fall. Wer aber gut was ausgemacht hat, war auf jeden Fall Ghost Tanks, Freunde. Der hat eine High Chance zu Sun, 50-50, den Gegner zu Sun mit der Super Attack. Ich habe ihn natürlich auf Dodge geskillt, damit er auch quasi, wenn er angegriffen wird, eine gute Chance hat zu dodgen. Seedanks ganz klar als Sealer. Bei 3 von Gutnix müsst ihr aufpassen, der bekommt viel Schaden. Aber die anderen Charaktere haben das auf jeden Fall dann auch gut ausgemacht. Natürlich auf jeden Fall Ele Gogeta. Die Shadow Dragon Saga Charaktere, da braucht man auf jeden Fall das richtige Setup. Denn es gibt nicht so viele Shadow Dragon Charaktere. Dementsprechend, ihr merkt, werdet auch wahrscheinlich merken, mehr oder weniger wird es bei jedem gleich aussehen. Vielleicht ist nur ein Charakter, den man aus und raus, rein und raus wechselt. Aber mein Setup sah folgendermaßen aus, Freunde. Und mit dem Setup hat es auf jeden Fall funktioniert. Ja, by the way, die Shadow Dragon Saga, die Stage davon, die haben wir auch auf Video. Heißt, könnt ihr euch gerne ansehen. Sowohl als auch die Peppy Gods. Und es gibt eine Mission, wo man quasi 20 Mal eine Stage schaffen muss. Ich habe das mit dem Shadow Dragon Saga Team geschafft, beziehungsweise gemacht. Das war für mich am angenehmsten irgendwie von den Kategorie-Stages. So war es für mich jedenfalls. Peppy Gods, Freunde, haben wir auch auf Video. Ich habe das mit folgendem Team geschafft, hat auf jeden Fall funktioniert. Bei den Hybrid Saints sah es bei mir folgendermaßen aus. Ja, viele LR, sehr viele LR, so ist nicht. Aber vor allem Seedanks und Ghostanks haben auch wirklich was gut ausgemacht. Aber B-Punt könnte ich euch auch noch auf jeden Fall empfehlen. Oder auf jeden Fall den Free-to-Play LR Trunks. Der hat auf jeden Fall auch hier einen Platz. Oder ihr seid so unterwegs wie Underplay. Ihr nehmt einfach, zack, nicht Awake Gohan und klatscht das Ding in einer Minute weg. Das sind natürlich Modder. Das sind natürlich die gemoddet haben, Freunde. Aber ansonsten könnt ihr euch auch hier auf jeden Fall dran halten und gucken, welche Setups haben eure Boys genommen und an sich die Guests. Und dann könnt ihr, zum Beispiel B-Pan, ja, B-Pan auf 100%, die hat einen Stunt drauf, die hat einen Heal drauf, Damage Reduction sollte die drauf haben, die kann man auf jeden Fall auch gut verwerten in dem Hybrid Saint Team, sag ich mal. So, Resurrected Warrior Team sah bei mir folgendermaßen aus. Ich habe an sich geguckt, wenn es in Teams viele Tanks gibt oder die Damage Reduction haben, dann nehme ich es einfach mit. Golden Freezer hier am Start, auf jeden Fall Tapion, Bardock als Sealer, Kid Buu, ganz ehrlich, Kid Buu, wenn ihr auf 100% habt, sollte man nicht unterschätzen, auch wenn er keinerlei defensiven Boost hat, aber Kid Buu hielt sich an seine Super Attack und Kid Buu macht wirklich sehr viel Schaden. Und das Setup bei mir, was funktioniert hat, war folgendes. Aber auch hier, wenn ihr ECSL habt, rein mit ihm. Kommen wir zu dem wohl schwersten Super Battle Routine, Realm of Gods, oder der schwersten Stage. Realm of Gods hat bei mir erstaunlicherweise folgendermaßen funktioniert, nur aus Strength und Int-Charakteren. Ich selbst habe keinen Jiren, hätte ich Jiren auf jeden Fall rein, Freunde, offensiv, defensiv stark, hat eine Medium-Chance, die Gegner zu stunnen, also einfach jeden. Aber LR Vegito Blue auch sehr, sehr wichtig in diesem Team-Setup. Zamasu tankt sehr, sehr gut. Und bei mir hat das wirklich, ja, folgendermaßen funktioniert. Aber da könnt ihr auch am besten auch bei den Friends reingucken. Nicht natürlich die modden. Aber bei allen anderen könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken, wie die das Ganze gemacht haben. Nur ich da einfach mal, ja, gucken, was da abging. So, zum Beispiel, der hatte Agent Super Saiyan Goku mit am Start. Mit dem habe ich es auch probiert. Mit dem kam ich wirklich weit mit Super Saiyan Goku. Problem war, wenn mich alles irrt, dass in ein oder zwei Stages zu viele Tech-Charaktere waren und der zu viel Schaden bekommen hat. Irgendwie sowas. Jedenfalls war das aber das Setup. Die vorletzte Stage von der Majin Buu-Saga habe ich bei mir folgendermaßen geschafft. LR Great Salmon auf jeden Fall sehr tanky gewesen. Kommt hier mit einem Seal auf der ersten Super Attack. Wirklich sehr wichtige Charakter. Issei Goku war auch
erstaunlich gut. Ultimate Gohan auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Wenn sein Guard sich aktiviert, ist auf jeden Fall nice. Ansonsten gibt auch den Super Types quasi einen Boost auf die Verteidigung. Vegito ganz klar hat auch viel ausgemacht. Majin Vegeta also solltet ihr aufpassen, der kann viel Schaden bekommen. Aber wenn er auf seine Ultra Super Attack kommt oder auf die erste, dann macht er gut Schaden. Hat auch auf beiden eine Rare Chance, ist zwar rare. Aber wenn es vortrifft, dann trifft es halt vor oder auf. Und Super Vegito ganz klar ganz wichtig in dieser Rotation oder an sich in der Konstellation. Nicht nur weil er Leader ist, aber Damage Reduction hat und mit Kontern daherkommt. Ja, und den Schluss hat er natürlich die Potara Stage gemacht, beziehungsweise ist das die letzte Stage so von. Ja, chronologisch gesehen, Stage 20. Jedenfalls war das dann quasi mein Potara-Team. Potara-Team, wenn man die richtigen Charaktere hat, dann ist auf jeden Fall machbar, Freunde. L.A. Vegito ist auf jeden Fall sehr wichtig. Kefler auf jeden Fall kann man auch verwerten. Super Vegito physisch an sich. Fusion Zamasu ist sehr gut, tanky. L.A. Vegito Blue. L.A. Vegito Blue macht so viel aus, Freunde. Wenn ihr euch L.A. Vegito Blue holen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Der macht in sehr vielen Events so viel aus und ist so wichtig. Jedenfalls, Freunde, wäre das alles, beziehungsweise wären das meine ganzen Super Battle Road Teams, mit denen ich alle Stages geschafft habe. Wie gesagt, es gibt viele Konstellationen. Kann auch sein, dass ich das ein oder andere vergessen habe zu sagen oder nicht erwähnt habe. Mir ging es einfach nur darum, dass ihr zusammenfassend mal seht, mit diesen Teams habe ich die Stages geschafft. Wenn ihr natürlich den ein oder anderen Charakter habt, ey, der ist gut, der ist richtig, zum Beispiel spontan fällt mir ein, der Strength Future Trunks für Hybrid Saiyan ist auch sehr, sehr gut, wird auch tanky, dann lasst uns einfach alles in den Kommentaren wissen, hilft euch da gegenseitig aus, an sich auch auf meinem Discord-Server macht ihr da auf jeden Fall gute Arbeit, der Link ist in der Beschreibung, wenn ihr es euch abchecken wollt, ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen Like, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry.